Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit mir Illumicraft3 und heute merkt ihr schon, allein an der Anmoderation, ich bin enttäuscht. Ja, ich weiß, sowas kommt nicht häufig vor auf meinem Kanal, aber heute muss es einfach sein, denn heute bin ich, ja, wie schon gesagt, komplett enttäuscht. Denn heute gibt es tatsächlich mal eine Filmkritik. Ich weiß, normalerweise gibt es immer den Illumi Song Award oder den Film Award, wie auch immer, auf meinem Kanal. Aber heute gibt es mal eine kleine Filmkritik. Denn, ja, ihr müsst euch vorstellen, ich bin seit, ja, langer Zeit, ja, Fan einer Filmreihe. Und, ja, der neueste Film ist, ehrlich gesagt, nicht so meins. Um direkt die Verwirrung wegzunehmen, heute geht es tatsächlich um den vierten Teil der Descendants-Reihe namens Rise of Red. Und kurz um mal zu sagen, was überhaupt Descendants ist. Descendants ist eine Filmreihe von Disney, die zuerst in 2015 erschienen ist und neben High School Musical auch so das, ja, beliebteste Musical-Franchise bei Disney überhaupt ist. Also wir reden hier nicht von, ja, einer kleinen Produktion, sondern von wirklich etwas, ja, sehr, sehr beliebten bei den Fans. Und ja, wie gesagt, heute soll es um den vierten Teil gehen. Es gibt also schon drei Teile, die meiner Meinung nach gut sind, sonst hätte ich schon längst ein Video darüber gemacht. Aber nein, heute geht es um den vierten Teil tatsächlich. Und zwar heißt der, wie gesagt, Rise of Red. Und um euch mal ein bisschen, bevor ich mit der Kritik anfange, bevor ich da ein bisschen näher reingehe, würde ich sagen, erkläre ich euch mal so ein bisschen, was die ersten drei Filme so ausgemacht haben. Um mal ganz kurz die Story der ersten drei Filme zu erzählen, ohne sie großartig zu spoilern. Also keine Sorge, ich werde die ersten drei Filme nicht spoilern. Dafür aber den vierten Teil, weil, ja, ich muss meine Kritikpunkte euch näher bringen, weshalb ich da spoilern muss. Aber die ersten drei Filme schaut ihr euch unbedingt an. Wie gesagt, einfach auf Disney Plus, gibt es ja mittlerweile als Streaming-Plattform. Schaut es euch einfach an, sind sehr gute Filme. Aber worum geht es überhaupt in Descendants? Also wie gesagt, Descendants bedeutet übersetzt einfach nur Nachkommen oder Nachfahre. Und in diesem Film geht es quasi um die, ja, Kinder der Disney-Bösewichte. Das heißt zum Beispiel von Maleficent, von der bösen Königin, von Cruella de Vil, von, ja, von Jafar und so weiter und so weiter. Also diese, die ganzen Kinder, die man eben von, ja, jeweiligen verschiedenen Disney-Bösewichten kennt. Und wie gesagt, die ersten drei Filme werde ich mal ganz kurz zusammenfassen. Ja, im ersten Film geht es quasi darum, dass vier Kinder von der sogenannten Insel nach Oridon. Oridon ist so quasi die Vereinigten Staaten von Amerika, nur eben Vereinigte Staaten von Oridon quasi. Also alle Disney-Königreiche zusammengeschweißt in ein großes Königreich. Und die ganzen Bösewichte sind eben auf einer Insel verbannt, die Insel der Verlorenen. Und es werden eben vier Kinder nach Oridon gebracht von diesen Bösewichten. Das sind eben Mel, Evie, Jay und Carlos, die Kinder von den gerade eben genannten Bösewichten. Und ja, das Ding ist halt, die Moral dieser gesamten, des gesamten Films, des gesamten ersten Teils, muss man sagen, oder der, besser gesagt, der aller Teile irgendwo, ist einfach, ja, eine zweite Chance zu bekommen. Und besonders beim ersten Teil ist es, dass in jedem Bösen auch was Gutes steckt. Im zweiten Teil geht es ja, quasi darum, dass ja, mehr Kinder natürlich die Möglichkeit bekommen, nach Oridon zu kommen. Aber es gibt dann auch ein kleines, ja, Gewissenbisse vom Hauptcharakter Mel, die eben Heimweh hat. Und dort ist die Moral der Geschichte quasi, es ist gut zu wissen, wo man herkommt. Sprich, ja, man soll halt immer wissen, wo man herkommt, egal wie erfolgreich man irgendwann ist oder welcher Traum auch immer in Erfüllung geht. Man muss immer wissen, wo man herkommt und ja, was man imstande ist, sich zu leisten. Der dritte Film handelt jedoch von einem guten Charakter, der sich in einen bösen Charakter verwandelt. Ich werde nicht sagen, wen, aber man wird es, wenn man den dritten Teil gesehen hat, sehr schnell herausfinden. Deswegen, ja, schaut euch wie gesagt die Filme an. Auf jeden Fall geht es im dritten Teil quasi um die Moral, dass man, ja, mit allem Frieden schließen sollte und dass in jedem Guten auch schließlich etwas Böses stecken kann. Und auch definitiv steckt, so. Das heißt, der erste und dritte Film, ja, gehen quasi Hand in Hand. Und der zweite Teil ist so meiner Meinung nach mit der beste, würde ich sagen.
Auch einfach, weil ich finde, dass die Message oder die Moral dahinter, die ich ja gerade genannt habe, eben sehr, sehr gut ist. Deswegen, ja, gefallen mir diese drei Teile sehr gut und ja, die Trilogie ist quasi komplett, wenn man so möchte. Aber nach jedem Film kam immer derselbe Satz und zwar, ihr dachtet doch nicht, dass das schon das Ende wäre oder so ähnlich. Und so war es eben auch im dritten Teil. Was bedeutet, man konnte sich schon ungefähr denken, dass es irgendwann mal einen vierten Teil gibt. Und ja, genau das war auch der Fall am 12.07.2024. Denn da kam, wie gesagt, der vierte Teil raus, der Rise of Red heißt. Und wie gesagt, ich werde ein bisschen spoilern, aber unnötige Details auch einfach weglassen. Genau, das so viel dazu. Erstmal so ein bisschen zur Vorgeschichte, die schon sagt, also die Vorgeschichte reicht alleine, um zu zeigen, wie anders der vierte Teil eigentlich ist. Denn die Vorgeschichte vom vierten Teil ist tatsächlich, dass Mel, Evie, Jay und Ben, also Ben müsst ihr euch vorstellen, ist der ja, neue König vom ersten Teil. Wie gesagt, schaut euch die Filme an, dann habt ihr mehr ja, habt ihr mehr Kontext dazu. Wie gesagt, auch ohne viel zu spoilern. Aber auf jeden Fall, die vier gehen auf Reisen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, okay, aber was ist mit Carlos? Ich habe doch nur Carlos genannt am Anfang. Und ja, daran merkt man allein die allererste große Veränderung, die eben, sage ich mal, gemacht wurde. Denn der Schauspieler von Carlos, wer sich ein bisschen damit, ja, sag ich mal, auseinandergesetzt hat, weiß vielleicht, dass der Schauspieler von Carlos Cameron Boyce ist. Und Cameron Boyce ist nicht nur irgendein Disney-Schauspieler, er ist so eigentlich der Disney-Kinderschauspieler von damals gewesen, weil ich muss sagen, wer ihn nicht kennt, es ist quasi der Schauspieler von dem Luke aus Jesse, also Jesse müsste man eigentlich kennen, ist eine sehr, sehr bekannte, ja, Serie aus den 2000ern, also die lief zumindest in den 2000ern, 2010ern besser gesagt, lief die sehr häufig und ich war auch ein großer Fan dieser Serie und Luke war da quasi, ja, der kleine Junge mit den lockigen schwarzen Haaren und den Sommersprossen und natürlich auch dieser Junge wird irgendwann erwachsen und über die Zeit ist er natürlich in den verschiedensten Filmen und Serien aufgetreten, zum Beispiel auch eine andere Disney-Produktion, zum Beispiel Camp Kikiwaka, das war quasi, ja, im selben Universum wie Jesse und deshalb, ja, kennt man ihn eigentlich. Und dieser ist leider am 6. Juli 2019 verstorben. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig. Nicht nur für die Disney-Welt, sondern besonders für die Descendants-Welt, weil der Hauptcharakter der Descendants-Reihe, der ersten drei Filme, Mel, also die Schauspielerin Dove Cameron, war halt sehr, sehr, ja, gut befreundet mit Cameron Boyce. Die beiden haben eine sehr, sehr gute Freundschaft über diese Jahre, die, wie gesagt, diese vier wunderschönen Jahre, die sie quasi miteinander zusammengearbeitet haben, haben sie eine richtig schöne Freundschaft quasi, ja, geführt. Und ja, sie hat es halt wirklich am meisten getroffen, weswegen man auch davon ausgehen kann, dass sie möglicherweise sogar einen möglichen Vertrag ausgeschlagen hat, dass sie vielleicht immer noch nicht ganz mit der Verarbeitung von seinem Tod, sage ich mal, ja, fertig ist. Deswegen hat man diese Story weise gewählt und auch die anderen Charaktere wurden, glaube ich, dementsprechend auch dann quasi mit ausgelassen. Zudem darf man auch nicht vergessen, dass halt die anderen Schauspieler natürlich noch andere Projekte haben, an denen sie arbeiten. Deswegen ist das schon mal die Vorgeschichte. Aber ein Charakter, der nicht ausgelassen wurde aus den letzten Teilen und auch der, ja, mit einzige Charaktere, der noch mit vorhanden ist, ist Uma, die Bösewichtin aus Teil 2. Das kann ich auch so sagen, spoilerfrei. Deswegen, ja, Uma ist der Bösewicht aus Teil 2. Und wie gesagt, um den Kontext zu wissen, einfach die Filme mal geschaut haben, dann versteht ihr auch alles. Am besten schaut ihr euch einfach die Filme jetzt an, pausiert das Video, kommt zurück und schaut euch diese Kritik weiter an. Auf jeden Fall, Achtung, jetzt kommt der Spoiler Part von dem ganzen Video und die Kritik. Und zwar spielt sich alles so ab. Der Film beginnt damit, dass wir, ja, zu Uma introduced werden. Also wir lernen Uma nochmal ganz neu kennen, denn sie ist nicht mehr, sage ich mal, eine
Bösewichtin, die sich zum guten Teil, zur guten Seite gewandt hat, sondern sie ist jetzt auch mittlerweile die neue Direktorin der Auradon Prep, also der Schule quasi. Wer es noch nicht wusste, es geht hier alles um eine Schule quasi. Das ist so ein bisschen wie High School Musical, nur eben wie gesagt mit den Disney-Bösewichten und natürlich auch irgendwo den Disney ja, Prinzen und Prinzessinnen. Genau. Und sie ist eben die neue Direktorin, weil eben, wie gesagt, die Hauptcharaktere laut der Story auf Reisen sind. Und Uma möchte natürlich jedem eine zweite Chance geben. Und dadurch, dass eben, wie gesagt, Spoiler, aus dem dritten Teil alle ja, bösen Kinder und Bösewichte von der Insel befreit wurden, weil, wie gesagt, Frieden schließen ist einer der ja, großen Punkte des dritten Teils gewesen. Ja, hat sie quasi auch gesagt, okay, wir müssen aber auch wirklich jedem eine Chance geben. Und darunter zählt auch Wunderland. Wem Wunderland nicht sagt, vielleicht habt ihr Alice im Wunderland gesehen, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann habt ihr es jetzt gehört. Es geht um Alice im Wunderland und um das Wunderland, was sich hinter dem Hasenbau versteckt. Und dieser Hasenbau ist eben, ja, seit Jahren verschlossen, was den Grund hat, dass das Auradon, also das Vereinigte Königreich, so gesehen, einen Krieg mit Wunderland hat, oder besser gesagt mit der Herzkönigin, die dort regiert, die, by the way, von Rita Ora gespielt wird. Und, wie gesagt, es handelt sich hierbei um ein Musical, deswegen auch in diesem Film, in jede, also besser gesagt in allen Filmen, geht es ja darum, dass gesungen wird zwischen den, ja, sag ich mal, filmerischen Sequenzen wird auch mal gesungen. Und deswegen an der Stelle, bevor ich irgendeine Kritik raushaue, an der Stelle, die Musik in dem Film ist wieder mal bombastisch gut. Die Songs sind auch Ohrwurm, also wirklich crazy, crazy gut. Und hat mir sehr, sehr gefallen auf jeden Fall, um das mal direkt am Anfang klar zu machen, weil ich werde auf die Musik auch nicht eingehen, weil sie nicht wirklich zur Story großartig beiträgt. Sie macht halt nur offensichtlich, was nicht schon offensichtlich ist. So, auf jeden Fall wird uns dann die, ja, von dem Film neue Hauptcharakter, also von dem Film neuen Hauptcharakter vorgestellt. Und zwar Red. Und wer es nicht weiß, in Descendants gibt es eigentlich, außer die ja, fünf Hauptcharaktere, nicht wirklich weitere Hauptcharaktere. Also an sich gibt es nur Mel, Evie, Jay, Ben und Carlos in den letzten Filmen. Die sind aber alle in diesem Film nicht da. Das heißt, es ist nur noch Uma und Red. Aber Uma hat im gesamten Film nur 8 Minuten ja, Screentime insgesamt, soweit ich das gehört habe. Deswegen, ja, was soll ich da großartig zu sagen? Ich bin kein Fan davon. Ich meine, ich finde es schön, wenn man neue Charaktere einbezieht, aber dass man alte Charaktere weglässt oder wenig Screentime gibt, ist ein bisschen traurig. Deswegen, ja, merkt man schon, es wird komplett eine komplett neue Story. Ja, wie gesagt, Red. Also Red ist quasi die Tochter von der Herzkönigin. Das heißt, wir haben hier wieder eine ja, richtige Bösewichtin, die von einer Schurkin abstammt. Und sie wurde eben auf die Auradon Prep eingeladen, also auf die Schule quasi. Ich wollte es einfach nochmal erwähnt haben, dass es eine Schule ist. Aber jetzt werde ich es nicht mehr erwähnen, keine Sorge. Auf jeden Fall wurde sie eingeladen. Und das gefällt zwar nicht allen, aber wie gesagt, es geht ja darum, Frieden zu schließen. Das bedeutet, wir werden Red vorgestellt, die ihre eigene Mutter verachtet und ja, selber gar keine Königin werden möchte, obwohl ihre Mutter das eben für sie vorgesehen hat. Und sie hat eben einen treuen Begleiter oder ein Helferchen, wenn man ihn so nennen möchte. Und zwar kennt man ihn auch aus dem Alice im Wunderland-Film. Ich weiß nicht, ob er in dem Film auch Maddox heißt, aber zumindest heißt er bei In Descendants Maddox Hutmacher. Und in Alice im Wunderland ist es halt der Hutmacher. Quasi. Bei Alice im Wunderland. Hier ist es quasi ein Mensch. Ja, also bei Descendants sind alle irgendwie Menschen. Und ja, dieser gibt ihr halt er zeigt ihr seine neueste Erfindung, und zwar eine Zeitmaschine, die einem dorthin bringt, wo man am meisten sein möchte in dem Moment. Und Red entschließt sich quasi dazu, diesen zu stehlen, und erzählt ihnen natürlich nichts davon, weil ja die Story sonst nicht funktionieren würde. Aber ich werde euch später noch erzählen, warum die Story überhaupt nicht funktioniert von vornherein. Aber kommen wir erstmal dazu. Auf jeden Fall kriegt sie die Einladung dann nach Auradon,
Und anstatt dass ihre Mutter dagegen ist, ist sie natürlich dafür, weil sie natürlich nur das Beste für ihre Tochter möchte, was für Red natürlich komplett, ja, komisch ist, aber sie sieht es als eine erfrischende Neuerung ihrer Mutter. Und ja, als sie dann eben in Oridon ankommen, treffen sie auch auf Cinderella, die, by the way, von der 1997 gespielten Cinderella Brandy gespielt wird, die, ja, für, von vielen auch kritisiert wird, was ich persönlich ein bisschen, naja, unnötig finde, weil sie hat eben eine dunkle Hautfarbe und was soll man denn bitte schon daran kritisieren? Ich meine, das hat man 1997 war sie schon, die Cinderella, also warum auch nicht in Descendants, also das ist, geht völlig klar. Zudem muss man mal gesagt haben, dass auch die Mutter von Carlos, also Cruella de Vil, war ja in Descendants ebenfalls eine dunkelhäutige Frau. Von daher, ja, verstehe ich die Kritik nicht. Zum Beispiel auch Prinz Charming ist genau derselbe Schauspieler, und zwar Paolo Montalban. Also das ist eigentlich vom Casting her meiner Meinung nach sehr, sehr geil. Das ist so, als würdest du, ja, was weiß ich, als hättest du von Anfang an Tobey Maguire vom Nicht-MCU als Spider-Man in das MCU als Spider-Man, ja, sag ich mal, gecastet. Genauso ähnlich kann man das eigentlich vergleichen, nur in dem Fall passt es auch noch, weil damals, 1997, war sie natürlich selber noch sehr jung und jetzt ist sie quasi in dem Alter, wo sie auch eine Mutter sein könnte oder wo sie Mutter ist, ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Nochmal ein kleiner Nachtrag dazu, ich habe mir gerade nochmal den ersten Film angesehen von Descendants und mir ist aufgefallen, der Charakter Chad ist ebenfalls der Sohn von Cinderella und Prinz Charming. Und um mal hier ein Vergleichsbild einzublenden, der hat ja mal null mit Cinderella oder Prinz Charming gemeinsam. Also von den Gesichtszügen und so weiter. Ist vielleicht Anwärter auf einen Thron sein? An welcher Stelle ist ganz egal. Chad, Prinz Charming Junior. Cinderellas Sohn. Hat das märchenhafte Aussehen mitgekriegt, aber weder ein I noch ein Q. Ist er adoptiert? Also weiß man da was in der Descendants Fanbase? Ist da was in der Lore falsch? Ich meine, auf dem Film ist er ja nicht gerade klug, aber... Also ist er adoptiert? Frage. Ist mir nur so aufgefallen. Aber auf jeden Fall hat Cinderella in dem Film auch eine Tochter, die Chloe heißt. Und was wir sehr schnell merken, ist, dass Cinderella mal mit der Herzkönigin, ja, befreundet war. So kann man es eigentlich sagen. Und man merkt auch direkt, dass die Herzkönigin sie sehr, sehr kalt, sag ich mal, stehen lässt. Und daraufhin merkt man auch ziemlich, dass da was schiefgelaufen sein muss. Und es wird einem sehr schnell erklärt, dass da damals auf dem Homecoming-Ball, der quasi ein Ball ist, der jedes Jahr eben an dieser Schule stattfand, ja, dass dort der Herzkönigin ein Streich gespielt wurde, der quasi ihre komplette Personality, ihren kompletten Charakter verändert hat. Und das ist doch mal sehr interessant. Und ja, man ist eigentlich sehr gespannt auf eine riesengroße Story rund um diesen Homecoming-Ball, Homecoming, sag ich schon, diesen Castle-Coming-Ball natürlich. Und ja, wie gesagt, seitdem ist sie eben die böse Herzkönigin. Ja, auf jeden Fall geht's dann zu der Zeremonie, wo eben die neuen Schüler begrüßt werden. Wie gesagt, darunter Chloe und Red. Und wie hätte es auch anders sein können? Die Herzkönigin hatte von Anfang an nicht vor, ja, nett zu sein. Und zwar stört sie diese Zeremonie, indem sie ihre Herzkarten ausspielt und alle Eingänge versperrt mit diesen und ja, ihre Diener spawnen lässt. Also, ihr wisst schon, aus den Karten werden Menschen. Ihre eigenen Diener, wenn man so möchte. Genau. Und auf jeden Fall ist die einzige Person, die sich nicht widersetzt, wer hätte es auch anders sein können, Cinderella, weil sie, wie gesagt, mal mit ihr befreundet war und, wie kann es auch anders sein, die Herzkönigin lässt sie auf gut alter Manier köpfen, weil es ist ja ihr Motto irgendwo up with their heads oder im Deutschen köpft sie, bla bla bla. Zu viele Details, auf jeden Fall versucht Chloe sie zu daran zu hindern, ihre Mutter zu köpfen, was aber Red will auch nicht, sag ich mal,
zulässt. Deswegen hält Red Chloe auf und, wie es der Zufall will, betätigt Red aus Versehen dadurch die Zeitmaschine und beide kommen in die Vergangenheit. Dort angekommen merken sie sehr schnell, oder besser gesagt nur Red merkt sehr schnell, dass sie in der Vergangenheit sind. Chloe checkt es noch nicht, aber ja, sie merken, dass sie auf einmal in der Vergangenheit sind. Im vergangenen Auradon, was damals noch nicht Auradon war, weil die ganzen, ja, weil dieses ganze Vereinigte Königreich dort eben noch nicht existiert hat. Und ja, dort hieß die Schule, die Auradon Prep, noch die Merlin Academy. Und sie wurde, wie mal der Name schon sagt, von Merlin geleitet, welcher auch die beiden quasi in den Alchemieunterricht gebracht hat, um sie quasi zu unterweisen. Und dort lernen sie auch zwei, ja, Kinder kennen oder zwei, ja, Schülerinnen. Die eine heißt Bridget und die andere heißt Cella. Und wenn ihr euch denkt, Cella, das klingt doch wie Cinderella, dann liegt ihr auch gar nicht mal so weit weg, denn tatsächlich ist das die ja, junge Cinderella von damals. Und ja, Bridget ist dementsprechend die Herzkönigin, aber mit dem Unterschied, dass sie damals eben noch nicht böse war. Ganz im Gegenteil, sie ist sogar ein guter Charakter, was ich persönlich sehr interessant fand, dass man das so gewählt hat. Und sie war quasi wirklich eine Herzkönigin, weil sie wollte mit jedem befreundet sein, jeden umarmen und hat sogar Flamingo-Cupcakes gebacken, mit denen man, ja, sage ich mal, wundersame Kräfte für eine kurze Zeit bekommt. Und wir werden auch relativ schnell den Bösewichten vorgestellt. Das sind quasi die Bösewichten aus den ersten, aus dem ersten und zweiten Teil oder aus dem dritten Teil, wenn ich jetzt so kurz überlege. Aber halt als Kinder, weil es eben damals auch die Insel noch nicht gab. Und auf jeden Fall wird uns ein Charakter vorgestellt, der so der Hauptbösewicht dieses Films ist, und zwar Ulyana. Und das ist die Mutter von Uma. Und diese ist eben eine, ja, wie Uma, also wer es nicht weiß, die Schwester von Ulyana ist Ursula von Ariel. Das heißt, alle sind irgendwo, ja, Kraken. Und wie gesagt, wenn ihr den Film gesehen habt, dann kennt ihr sowieso die Verbindung. Und Ulyana ist eben, ja, der Bösewicht. Und wie hätte es auch anders sein können? Sie klaut natürlich die ganzen Cupcakes, isst alle auf einmal und verwandelt sich in einen Flamingo. Weil es sind Flamingo-Cupcakes. Ja, und die Flamingo-Federn geben einem halt Effekte, aber wenn du zu viel isst, verwandelst du dich in ein Flamingo. Wie auch, hätte es auch anders sein können. Natürlich, anstatt dass man die Schuld auf sich bezieht, möchte Ulyana Rache nehmen und ja, verschwindet. Daraufhin möchten Red und Chloe natürlich herausfinden, was deren Plan ist, folgen denen also, finden den Plan heraus, und zwar, dass Ulyana einen Cupcake backen möchte, der der Bridget hässlich macht, und dadurch findet man auch heraus, warum denn überhaupt, ja, die Herzkönigin böse ist. Oder Bridget, besser gesagt. Und wie gesagt, das alles findet auf dem Castle-Coming-Ball statt. Das heißt, man muss die Rezeptur finden, bevor etwas Böses passieren kann. Oder bevor dieser Streich überhaupt passiert. Das heißt, der Plan von Red und Chloe ist quasi, das Buch zu stehlen. Und ja, quasi geheim zu halten, Nacht bis halt nach dem Castle-Coming-Ball, damit niemand ja, das Rezept quasi daraus klauen kann und Bridget damit den Streich spielen kann. Einfacher gesagt als getan. Wir lernen dann auch noch kennen, dass Bridget und Cinderella beide niemanden haben, um auf diesen Castle-Coming-Ball zu gehen. Deswegen entscheiden sie sich, dass sie beide zusammen als beste Freundinnen, Bridget, willst du mich zum Ball begleiten? Auf diesen Ball gehen. Und genau, Red und Chloe wollen nebenbei sich diesen Plan eben aneignen und brechen quasi zusammen in Merlins Büro ein, wo dieses Buch ja, versteckt ist, oder besser gesagt, wo es gelagert ist. Was wir aber dazu auch noch lernen, was Bridget vorher gesagt hat, ist eben, dass dieses Buch, wo eben, ja, sag ich, viele böse Rezepte drin stehen, mit einem Schutzzauber belegt ist und ja, man deswegen aufpassen muss, dass man es nicht öffnet, ohne bösen Hintergedanken zu haben. Deshalb hat Merlin sie in seinem Büro weggeschlossen und damit sie nicht in falsche Hände geraten, auch noch verzaubert. Und wie gesagt, sie brechen ein, klauen das Buch und wie jetzt anders sein können, werden von Ulyana und der Gang ertappt. Ja,
Und hier ist das Problem an dem gesamten Film. Du denkst dir, okay, es ist ein kleiner netter Kampf, geht auch easy aus. Aber ich muss sagen, ab diesem Zeitpunkt habe ich dann mal ganz kurz geguckt, wie lange denn der Film noch geht. Weil wir waren schon relativ weit im Film. Und ich dachte mir, okay, wie lange geht der denn noch so circa? Auf was kann ich mich denn noch ungefähr einstellen? Und ich sehe, dass ab diesem Zeitpunkt der Film nur noch 10 Minuten geht. Ja, und ich hätte nicht mehr enttäuscht werden können. Der Kampf geht zu Ende. Es stellt sich heraus, Chloe und Red sind in der Unterzahl. Uliana gewinnt, bekommt das Buch, öffnet es und der Schutzzauber, ja, zeigt seine Wirkung und versteinert, oder besser gesagt paralysiert, die Gang von Uliana. Und wenn man sich jetzt denkt, okay, gut, sie hat jetzt das Rezept für den Cupcake gesehen und weiß jetzt, wie man diesen backt und geht wahrscheinlich am nächsten Tag diesen backen und am übernächsten Tag ist dann der Castle Coming Ball und dort wird der letzte Kampf stattfinden, dann habt ihr falsch gedacht. In diesen 10 Minuten passiert das alles nicht mehr, denn ja, der Kampf endet wirklich damit, die werden paralysiert und Red und Chloe gehen davon aus, hey, jetzt haben wir den Streich damit versaut. Lass uns zurück in die Zukunft gehen. Dort wird bestimmt alles gut sein. Und ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass das vielleicht einfach nur ein Zweiteiler ist, wo man quasi sagt, okay, der vierte Teil ist so mehr oder weniger eine naive Zeitlinie und der zweite Teil wird das dann quasi nochmal uns nochmal den Castle Coming Ball zeigen, aber nein, zurück in der Zukunft angekommen, stellen sie fest, dass sich nichts verändert hat, bis sich die Herzkönigin umdreht und man sieht, dass sie auf einmal doch gute Intentionen hat und ja, somit endet der Film. Damit hat man diesen Streich abgewandt. Und wie gesagt, ich habe jetzt sehr, sehr viel Informationen rausgelassen, was eben diesen Film, sage ich mal, ausmacht. Aber ich habe wirklich jetzt nur den wirklich wichtigen Teil der Story erklärt. Kleine Nebenstories und Nebensachen sind eigentlich unwichtig. Aber das ist so der Film im Großen und Ganzen. Zusammengefasst. Kurz und knackig. Und ich muss sagen, ich bin enttäuscht, weil der gesamte Film baut auf diesen Castle Coming Ball auf, aber wir sehen nicht eine einzige Szene von diesem Castle Coming Ball. Nicht eine einzige. Also ich persönlich, und da würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit der Kritik. Mein erster Kritikpunkt an dem gesamten Film ist, dass, wie gesagt, dieser ganze Film auf den Ball aufbaut, aber so richtig dumm endet. Also wie kann der Film nur so dumm enden? Ich verstehe es nicht. Das ist wirklich so, als hätte das ein Fünfjähriger geschrieben, weil den Machern kein besseres Ende eingefallen ist. Also, ich hätte es ja irgendwo verstanden, wenn die Story so gemacht wäre, dass nicht Uliana quasi dafür verantwortlich ist, dass die Herzkönigin böse ist, sondern Cinderella, weil, und jetzt kommt eben der Part, wo ich in meinen Gedanken, sag ich mal, die ganzen Sachen verknüpft habe. Ich habe mir gedacht, okay, warte mal einen Moment. Wir haben Uliana, die gerade besiegt wurde durch dieses Buch. Und wir haben Cinderella und Bridget, also die Herzkönigin, die zusammen auf den Ball gehen. Und wir haben Prinz Charming. Und aus dem Film weiß man, dass Prinz Charming und Cinderella sich auf diesen Castle Coming Ball verlieben. Deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht läuft es ja darauf hinaus, dass Cinderella dafür verantwortlich ist, indem sie quasi Bridget oder die Herzkönigin sitzen lässt. So, das habe ich gedacht. Aber das ist nicht passiert. Das ist wirklich nicht passiert. Es ist auch nie dazu gekommen. Also, wir wissen nicht, was daraus geworden ist. Also, für mich wäre das die bessere Story gewesen von den beiden oder von den drei möglichen Stories, die man sich hätte denken können irgendwo. So, aber ist, wie gesagt, nicht passiert. Und das ist ein Riesenproblem, denn da kommen wir direkt zum zweiten Punkt. Es macht keinen Sinn. Die ganze Story macht von Anfang an keinen Sinn. Weil wir müssen uns vorstellen, dieses Buch hatte einen Schutzzauber, das Uliana geöffnet hatte. Das heißt, egal ob Uliana dieses Buch selber geklaut hätte oder eben, wie wir im Film gesehen haben, einfach den beiden Mädchen, also Red und Chloe, abgenommen hat, sie wäre doch so, oder besser gesagt, die ganze Gang wäre doch so oder so paralysiert worden oder nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Der Streich wäre doch von Anfang an nicht möglich gewesen. Weil dieses Buch von Anfang an diesen
Schutzzauber hatte. Das heißt, dieser Streich hätte niemals umgesetzt werden können. Das heißt, der Streich ist nie passiert, was die Herzkönigin niemals hätte böse werden dürfen. Was auch wieder bedeutet, dass das Wunderland niemals verbannt wäre. Was auch wieder bedeutet, dass Red viel früher auf der Auradon Prep gewesen wäre. Was auch wieder bedeutet, dass diese gesamte Geschichte nie hätte passieren können. Und dass das irgendwie, ja, in dem Paradoxon irgendwo endet, weil, ja, diese Story halt nie hätte passieren können. Das klingt, also so dumm es auch klingt, aber Disney macht sich halt ihre Filme, wie es ihnen gefällt. Und die Logik macht da nicht so viel Logik, offensichtlich. Ja, aber gut, das ist das zweite Problem des Films. Das dritte Problem, was ich gerade schon angesprochen habe, war eben die Screentime von den ganzen Hauptcharakteren und auch das Ende irgendwo. Weil ich hätte mir gewünscht, dass man sieht irgendwie, dass die Hauptcharaktere, also Mel, Evie, Jay und Ben eben zurückkommen von ihrer Reise. Weil das wäre ja irgendwo smart gewesen, weil eben auch am Ende dieses Filmes angekündigt wurde, dass es noch nicht das Ende ist. Also kann man auch von einem, ja, fünften Teil träumen, der in, ja, naher Zukunft irgendwann rauskommt. Oder in weit entfernter Zukunft, wie auch immer. Und daher finde ich es ein bisschen schade, dass man da ein bisschen sitzen gelassen wird und dass man jetzt wahrscheinlich wieder mit einer neuen guten Story endet. Das ist so der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist dadurch natürlich, dass es für mich ein bisschen, naja, die Moral ein bisschen zerstört, weil die Frage ist natürlich, was ist die Moral des Films? Was können wir erwarten von dem Film? Weil die Moral der Geschichte, so wie ich es vom ganzen Film aufgefasst habe, vom vierten Teil, ist, wenn du deine Vergangenheit nicht änderst, hast du halt Pech gehabt. Wenn du in einem scheiß Verhältnis lebst, Pech gehabt. Solange du die Vergangenheit nicht änderst, kannst du es auch nicht, ja, gut machen. Und das ist ein Riesenproblem, was ich in diesem ganzen Film sehe. Es wird nämlich keine richtige Moral am Ende des Films gegeben. Und das ist ein bisschen schlecht. Weil die Moral war sonst immer relativ, ja, offensichtlich und auch relativ gut, mit einer guten Message. Aber hier gab es irgendwie keine Moral. Gab es nicht. Also, vielleicht kann mich ja jemand mal in den Kommentaren aufklären, was die Moral ist, aber ich habe keine Moral gesehen. In dem gesamten Film nicht. Es gab keine Moral. Auch zum Beispiel Red, was auch ein Kritikpunkt ist, ist, dass Red von Anfang an nicht dieses böse Image hatte, sondern Red war von Anfang an, sag ich mal, irgendwo gut. Sie hat nicht versucht, irgendwie alles in Auradon zu zerstören, sondern sie war wirklich nur böse gegenüber ihrer eigenen Mutter, also einfach nur aufständig, wie es halt jeder Teenager irgendwo ist. Also quasi ein, ja, ganz normaler, stinknormaler, uninteressanter Charakter, der auf eine Schule geht. Also keine wirkliche Charakterentwicklung, nichts. Der Film hat einem nichts beigebracht und auch nichts mitgegeben. Und das ist das Riesenproblem. Ja. Das vorletzte Problem, was ich an dem ganzen Film sehe, ist die CGI-Sache, die man am Anfang gesehen hat. Denn man muss sich vorstellen, am Anfang des Films wurde eine Karte gezeigt von dem gesamten Auradon-Territorium, ja, und von der Insel. Das Problem ist aber an dieser Karte, dass man auf dieser, ja, in Auradon quasi mehrere Königreiche noch sieht. Die ist quasi in den anderen Filmen, weil in den anderen Filmen hat man auch Karten gesehen, die hat man dort eben nicht gesehen. Und da frage ich mich, sind die alle random gespawnt oder hat man gesagt, ja, die waren schon immer da, aber wir haben sie halt nur nicht gezeigt, weil sie für die älteren Geschichten nicht interessant waren und erst jetzt großartig von Bedeutung sind. Das ist so ein großes Problem für mich. Dass dieses CGI irgendwie aus dem Nichts kam, also diese Karten-CGI. Damit hatte ich ein Problem. Nicht mit dem CGI an sich, dazu komme ich gleich noch, aber eben mit der Karte an sich. Ja, und der letzte Punkt ist eben, die größte Kritik von allen ist eben die Angst um die Zukunft dieses, ja, Filmgenres oder dieses Franchises von Descendants, weil, ja, viele haben damit gehofft, dass der vierte Teil ein bisschen an den dritten anknüpft und dass man quasi
mitbekommt, wie einige Charaktere zum Beispiel in der Zukunft sind, wie sie ihre eigenen Kinder in die Schule schicken oder zum Beispiel die Hochzeit zwischen zwei oder drei verschiedenen Charakteren, die über die drei Filme quasi, sag ich mal, sich verliebt haben, dass man sowas sieht. Oder halt eine komplette neue Story mit den Hauptcharakteren. Auch wenn neue Charaktere, zum Beispiel Red und Chloe sind ja nicht mal das Problem des neuen Teils. Es ist einfach, dass die alten Charaktere weggelassen wurden. So. Und dieser Film wirklich sich nach was komplett Neuem anfühlt. Und es fühlt sich noch nicht mal nach Descendants an. Es fühlt sich einfach wirklich nach einem komplett neuen Film an. Auch weil es in der Vergangenheit irgendwo spielt. Was ein bisschen, schade ist. Sagen wir es mal so. Es ist schade. So. Und jetzt stimmt, wo ich drüber nachdenke, eine Sache, was mich auch noch stört, ist, dass Ulyana in dem gesamten Film der Hauptbösewicht ist und nicht Maleficent, weil eigentlich ist ja Maleficent im gesamten Disney-Universum der Hauptbösewicht schon immer gewesen, egal welchen Film man gesehen hat mit einer Disney-Prinzessin. Im Endeffekt war, Maleficent immer die böseste von allen Disney-Bösewichten überhaupt. Außer natürlich irgendwo mit Maleficent aus Maleficent, die von Angelina Jolie gespielt wurde, die war ja recht nett, aber das ist halt die Ausnahme. Deshalb finde ich es ein bisschen schade, dass Maleficent als junger Charakter, sag ich mal, nur ein Sidekick war, was zum Beispiel auch für Hades, den Gott des Todes, gilt. Also, du bist der Gott des Todes, warum bist du ein verdammter Sidekick von einem Krakenmonster? Das macht keinen Sinn. So. Aber das soll es nicht sein. Kommen wir doch mal zu den positiven Punkten, um mal das Ganze hier an ein Ende zu setzen. Positiv an der gesamten Sache finde ich definitiv, zum Beispiel, wie gesagt, die Musik, die war unglaublich gut. Dann die Besetzung. Die Besetzung fand ich auch unfassbar gut. Also man muss wirklich sagen, die Schauspielerin von Ulyana und Uma, die sehen sich so ähnlich. Ich weiß nicht, ob die miteinander verwandt sind, aber zumindest von den Namen her, sehen sie unterschiedlich aus, hören sie sich anders an. Also ich würde jetzt mal sagen, die sind nicht miteinander verwandt, aber sie sehen sich schon sehr ähnlich. Dasselbe gilt auch zum Beispiel für Hades und für Maleficent irgendwo. Ja, Betonung liegt auf irgendwo bei Maleficent, aber bei Hades muss ich es wirklich sagen. Aber bei auch Chloe und ihrer jüngeren Mutter erkennt man irgendwo, sage ich mal, eine Ähnlichkeit, weswegen ich das, einen Pluspunkt geben muss. Ein weiterer Pluspunkt, der sehr erfrischend ist, ist unter anderem, dass man dort zum ersten Mal gesehen hat, wie ein richtiges Monster in dem Film vorkam. Also sonst hat man immer nur höchstens den Drachen gesehen, in den sich Mel verwandeln konnte. Oder ihre Mutter halt, also Maleficent. Aber ansonsten hat man nie ein Monster so wirklich gesehen. Das einzige Monster, na gut, wobei, Kraken, Uma kann man auch nur sagen, aber spielt gerade keine Rolle. Aber ansonsten noch nie so ein richtiges Monster. Aber in dem Film hat man mal ein richtiges Monster gesehen. Und zwar ein Fischmonster, was in dem komischen Sumpfsee rumgeschwommen ist und unsere Hauptcharaktere angegriffen hat. Vielleicht blende ich hier mal ein Bild ein. Das ist so mein positiver Punkt an dem gesamten Film. Und der letzte Teil natürlich, den ich auch noch loben muss, ist, dass man mit dem Tod von Cameron Boyce gut umgegangen ist, finde ich. Weil, man muss sich ja vorstellen, jeder Film geht damit anders um, wenn einer seiner Hauptcharaktere halt stirbt. Manche sagen, okay, der Charakter ist gestorben, wie jetzt zum Beispiel in Black Panther, da war es ja genauso, da hat man ihn beerdigt und da war ja auch alles so, sag ich mal, für die Story, das lief ja über die gesamte Story, dieser Punkt, und in dem Filmfall war es ähnlich, und zwar gab es halt eine Szene, wo eben Bilderrahmen aufgehangen wurden im neuen Büro der Direktorin, und ein Bild davon war halt das Bild von Carlos, also von Cameron Boyce, und man hat halt quasi 5 Sekunden oder so quasi nur dieses Bild gesehen und dann wurde die Kamera zurück auf Uma geschwenkt, die quasi eine Träne vergossen hat. Und ich muss sagen, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Message. Und damit habe ich alle meine Kritikpunkte voll bekommen. Ich weiß, das Ganze ist jetzt 40 Minuten lang. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe das hier schon mal aufgenommen und es wurde ebenfalls 40 Minuten. Also das hier ist auch, sage ich mal, die kürzere Variante gewesen. Von beiden
Kritiken, die ich jetzt aufgenommen habe. Deswegen, ich habe es definitiv gekürzt bekommen, sagen wir es mal so. Und habe alle meine Punkte rausbekommen, wie ich sie rausbekommen wollte. Und ich muss auch sagen, diese Version hier gefällt mir definitiv besser. Also, ja, das ist zu 100% meine Meinung, die sich auch definitiv widerspiegelt. Wie gesagt, schaut euch die Filme an. Schreibt mir eure Meinung zu den Filmen unten in die Kommentare rein, welcher Film euer Lieblingsfilm ist und ob ihr den vierten auch enttäuschend findet oder ob ihr ihn sogar gut findet. Wenn ja, auch warum. Ansonsten würde ich sagen, ja, wär's das für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke, folgt mir auf Social Media, joint meinem Discord und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und ich würde sagen, ciao, Leute.